Das war natürlich unverantwortlich vom RKI zu sagen, bitte guck nicht rein. Weil ich meine, das hat das RKI die ganze Zeit gemacht. Guck nicht nach, guck nicht nach und unterscheidet bloß nicht, ob jemand eine Infektion hat oder ob er wirklich erkrankt ist. Und unterscheidet bloß nicht, was die eigentliche Todesursache war. Denn das wissen viele nicht, Kai. Das ist so, dass du, wenn du Krebs hast, ne, Lungenkrebs, Brustkrebs, irgendwas, und du hast dein Endstadium erreicht, Metastasierung überall, du bist nur in der Schmerztherapie. Dann kommt sehr häufig eine Infektion drauf. Das kann eine Sepsis sein, das kann eine klassische Atemwegsinfektion sein mit Adenoviren oder irgendwelchen Viren. Dann bist du offiziell ein Krebstoter. Das ist so, ja. Aber ich meine, seit SARS-CoV-2 ist alles anders. Bevor jetzt das Video startet, habe ich eine große Bitte an euch. YouTube demonetarisiert fast alle unsere Videos mittlerweile. Und das bedeutet, dass wir in dem Ranking bei Google ganz weit nach hinten absacken. Das bedeutet, wir verlieren circa 80% der Zuschauer und das bei Videos, bei denen wir uns sehr viel Mühe geben, dass sie natürlich ein großes Klientel und eine große Reichweite haben. Ihr könnt natürlich mithelfen, indem ihr uns abonniert und die Glocke halt betätigt. Das kostet nichts, es ist sind 2, 3 Sekunden und schon haben wir praktisch eine Community gestaltet. Wenn ihr aber noch mehr für uns tun wollt, dann reloadet ihr das Video und teilt es auf eurer Seite. Noch besser ist natürlich, wenn man den Link downloadet und dann nochmal bei euch neu uploadet. Hiermit geben wir euch alle Rechte und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Hallo liebe Zuschauer, ich habe heute wieder einen besonderen Gast, Karina. Wir haben uns geduzt und stell dich doch mal bitte vor. Du bist ja doch eine schon mittlerweile in Erscheinung getretene Person. Hinter deinem Ehemann hast du dich eine Zeit lang so ein bisschen versteckt, aber in der letzten Zeit hat man sehr viel von dir gehört. Naja, versteckt nicht wirklich, aber ich bin nicht eigentlich so gerne in der Öffentlichkeit. Aber manchmal geht es einfach nicht anders. Ich denke, dass ich als Wissenschaftlerin aber genug Basiswissen mitbringe, um mich zu diesem Thema auch zu Wort zu melden. Ich habe immerhin 20 Jahre lang Forschung gemacht im Bereich der verschiedensten Grundlagen der Infektiologie, Biochemie, Zellbiologie, und ich glaube, dass ich da auch genug Expertise mitbringe, um auch mich zu Wort zu melden, wo wir doch gerade so viele Experten überall haben, die alle meinen, dass sie alles wissen. Da denke ich, muss ich dann vielleicht auch mal ab und zu was sagen. Du hast deinen Mann noch nicht vorgestellt. Also du bist verheiratet, hast eine kleine Tochter, glaube ich, ne? Einen Und Sohn haben wir. einen Sohn. Oh weia, siehst du, das ist schon so lange her, dass wir bei euch waren. Wir waren ja im März bei euch und haben da Professor Bhakti interviewt. Eigentlich so ziemlich früh, das war noch am Anfang der Krise. Und ja, da haben wir dich natürlich auch kennengelernt. Und uns freut es natürlich extrem, dass wir jetzt dich mal interviewen können, weil dein Mann steht ja doch sehr in der Öffentlichkeit in der letzten Zeit. Und ja, wie ist das denn, doch irgendwo auch berühmt zu werden in so einer Krise und einfach, ja, das einfach auch die, es ist ja nicht einfach, in so einer Krise berühmt zu werden. Es ist ja eher auch eine starke Anfeindung, denke ich. Und ja, wie geht es euch dabei? Nun, tatsächlich hätte ich durchaus gerne darauf verzichten können. Also das brauche ich tatsächlich überhaupt nicht. Aber die Lage ist ja so, dass man man kann hier fast verzweifeln. Ich meine, seit Monaten passiert nichts mehr an Infektionszahlen und die Leute kommen nicht zur Vernunft, die Politiker kommen nicht zur Vernunft. Und im Prinzip, glaube ich, können wir nur was bewegen, wenn noch mehr Menschen sich zu Wort melden. Und wer soll die Menschen in der Bevölkerung aufklären, wenn nicht wir Wissenschaftler? Ich meine, diese Dinge, die Infektionszahlen und alles, was wir tagtäglich serviert bekommen, sind nicht so einfach zu verstehen, wenn man sich nicht damit beschäftigt oder wenn man nicht den Hintergrund mitbringt. Und viele Menschen, auch sehr intelligente Menschen, haben nicht die Zeit, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Die setzen sich vor die Tagesschau, kriegen irgendwelche Sachen mitgeteilt, nehmen das so zur Kenntnis und dann sind sie wieder mit ihrem Alltag beschäftigt. Und das kann man auch kaum jemandem vorwerfen, dass sich das Leben um einen selber dreht. Aber wir sind nun schon in einer sehr besonderen Situation mit diesen ganzen Einschränkungen, die wir erlebt haben, so wirklich so weitgehend, wie es nie zuvor seit Entstehung der Bundesrepublik Deutschland der Fall war.
Und da denke ich schon, dass die Mehrheit der Menschen doch sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Denn es ist schon die Frage, wohin sich unser Land entwickelt, wohin sich die anderen Länder der Welt entwickeln. Wir sind ja überall die gleichen Probleme. Und ich finde, dass wir Wissenschaftler da wirklich eine große Verantwortung haben, die Menschen über die Sachlage aufzuklären, die eigentlich seit Monaten klar auf dem Tisch liegt. Leider ist es so, dass viele Kollegen von mir durchaus Angst haben, sich zu Wort zu melden, obwohl sie eigentlich gleicher Meinung sind wie Susharit und ich, die aber denen einfach auch massiv Angst gemacht wird mit Androhung von Karriereende etc. So, dass sich viele wirklich nicht trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ihr wart ja eigentlich sehr vermittelnd am Anfang. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich mit euch geredet habe, gerade im März, dann war ein Verständnis für die Politik da. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, also ich glaube, da hatten wir schon eine etwas radikalere Meinung zu dieser ganzen Sache. Vielleicht einfach auch, hätte man das vielleicht auch zu der Zeit ein bisschen abtun können als Verschwörungstheorie. Und trotzdem wurdet ihr nicht gehört. Also Professor Bhakti, dein Mann, der ja viele Ärzte in Deutschland, also viele tausend Ärzte ausgebildet hat, hat ja doch sehr früh einen Brief an die Kanzlerin gemacht. Gab es jemals irgendwie eine Reaktion aus Richtung der Politik? Nein, natürlich nicht. Das hatten wir auch nicht wirklich erwartet. Im Prinzip hatten wir gehofft, dass dieser Brief ein wenig für Aufmerksamkeit sorgt, dass die Menschen wach werden in der Hinsicht, dass es einfach Fragen gibt, die damals zu beantworten gewesen wären. Das ist nie passiert. Und dass die Menschen einfach vorsichtig sind mit den Entscheidungen, die sie treffen. Und das ist leider auch nicht passiert. Sie haben genau das Gegenteil von dem gemacht, was man hätte tun sollen. Was ich eher erwartet hätte, ist, dass die lokale Politik, letztendlich sind das ja alles Länderentscheidungen, denen wir auch ausgesetzt sind, dass die lokale Politik vielleicht sich mal bereit erklärt, mit uns in eine Diskussion zu treten. Wir sind von sehr vielen Menschen hier in Schleswig-Holstein angeschrieben worden, mit der Bitte, doch mit unserem Ministerpräsidenten und unserem Gesundheitsminister, Herrn Gaag, ein Gespräch aufzunehmen und haben das angeboten. Da wurde uns nur einfach entweder gar nichts mitgeteilt von deren Seite oder eben, dass letztendlich kein Interesse daran bestand und keine Zeit da war für sowas. Und das finde ich in einer Situation, die wir haben in diesem Land, sehr grenzwertig. Also nehme ich das und vielleicht auch meine Zuschauer nur so wahr, dass die Politik einen Stab an Ärzten haben, die ja auch immer aus denselben Institutionen kommen, die da beraten und alle anderen werden nicht gehört. Also normalerweise sollte man ja in einer Demokratie erwarten, dass gerade bei so einem wichtigen Thema, was ja so unglaubliche Auswirkungen hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf die Welt, dass da doch auch die Kritiker gehört werden. Weil ein Politiker kann ja eigentlich nicht wissen, aus seiner Expertise heraus, was da Sache ist. Also das heißt, es können ja auch bestimmte Wissenschaftler die eine Meinung haben und die andere. Das ist ja nicht unnormal in der Wissenschaft. Ist es da, oder hast du das Gefühl, dass die Politiker sich gut beraten lassen im Moment? Natürlich nicht. Es hätte von Anfang an hätte ein großes Expertengremium zusammengestellt werden müssen, mit Leuten aus der Praxis auch, mit Lungenfachärzten, mit Leuten, die wirklich den Krankenhausalltag kennen, die auch einschätzen können, wie viele Intensivbetten wirklich benötigt werden, die Grippewellen schon hinter sich gebracht haben, die Erfahrung mitbringen. Und so hätten aus verschiedenen Bereichen ein Expertengremium gebildet werden müssen und dann hätte man sicherlich zu vernunftbasierten Entscheidungen kommen können. Dass man wirklich sich auf Dinge stützt, eigentlich nur einen Experten und dann, wenn das RKI ist, der Bundesregierung untergeordnet. Da muss man natürlich nicht darüber reden, was die von sich geben. Aber ansonsten gab es ja nicht sehr viele Experten. Es gibt ja eigentlich nur ein Gesicht, das man mit dieser Corona-Krise verbindet. Ja, man hat natürlich schon so ein paar mehr gesehen, also jetzt gerade auch aus dem Hellmann-Institut, glaube ich, ne? Heißt das Institut, glaube ich? Helmholtz meinst du? Helmholtz, genau. Helmholtz, genau. Aus Braunschweig, die ja auch immer wieder mal so einen Experten rüberschieben, der aber dann exakt derselben Meinung ist. Wie kann denn das bitte sein, dass
die Meinungen so extrem auseinander sind. Also ihr sagt ja mehr oder weniger, dieser Coronavirus, den gibt es schon seit vielen Jahren. Er hat keine größere Gefährlichkeit als eigentlich die Jahre davor auch. Wie kann diese Meinung so dermaßen unterschiedlich sein? Also wie erklärst du dir das? Nun, tatsächlich gibt es Coronaviren seit vielen Jahrzehnten und davon gibt es eine ganze Reihe. Und wir haben jetzt schon einen neuen dazu bekommen, okay? Also SARS-CoV-2 hat sich dazu gesellt und am Anfang war schwer einzuschätzen, wie gefährlich dieses Virus ist. Inzwischen wissen wir, und da kann ich durchaus sagen, dass es einen ganz breiten internationalen Konsens gibt, dass dieses Virus kein Killer-Virus ist. Das ist klar, es ist nur der Bevölkerung bisher nicht vermittelt worden. Ja, warum gibt es immer wieder Wissenschaftler, die nicht an dieser Aufklärung ein Interesse haben? Ja, dazu kommt, man kommt immer auf die gleichen Sachen hinaus. Es geht entweder, genau wie in der Politik, es geht entweder um Macht oder um Geld. Und das ist in der Wissenschaft auch nicht anders. Das ist ja eigentlich sehr erschreckend, ne? Wenn man bedenkt, dass viele Existenzen dieses Jahr ruiniert worden sind, viele Menschen in Deutschland einfach in die Arbeitslosigkeit getrieben worden sind, viele Leute einfach bis heute, und zwar tatsächlich bis heute, ihren Job nicht ausüben können, obwohl es eigentlich im Grundgesetz steht. Was kann man als Wissenschaftler, und ihr habt ja eine Menge gemacht, was kann man noch machen, damit die Politik aufwacht? Weil das muss ja irgendwann Konsequenzen haben. Also wir sehen das ja an der Mortalität. Also wir haben eine Mortalität, eine Statistik aus dem Statistischen Amt, die ganz klar aufzeigt, wir haben nicht mehr Tote. Also wie kann man das erklären? Also erklär mir das mal bitte. Ich bin ja nun Künstler und bin auch in diese Situation reingerutscht, einfach auch durch die Corona-Krise. Mir will das nicht in den Kopf. Also ich brauche, also die Erklärung kann ich mir auch nicht zurechtreden. Genau. Naja, wenn du die Daten anschaust vom Statistischen Bundesamt und dann den Jahresmittelwert nimmst von den letzten Jahren und damit 2020 vergleichst, dann haben wir jetzt eine leichte Untersterblichkeit. Wenn du das Jahr 2018 nimmst, dann siehst du, dass es da tatsächlich zwei Peaks gibt, und zwar den einen von der Grippewelle. Das haben, glaube ich, auch alle inzwischen mitgekriegt. Das RKI hat 25.000 Tote geschätzt. Und dann haben wir noch einen Peak im Sommer, der fast genauso hoch ist, weil wir einen sehr heißen Sommer hatten. Da sterben dann mal richtig viele Menschen. Das ist so. Aber man darf diese Gesamtzahlen, ich meine, man muss sich das vor Augen halten. In Deutschland sterben im Jahr fast 1 Million Menschen. Das sind mal 950.000, mal sind es 920.000, mal sind es 930.000. Da haben wir im Jahr mal einen Unterschied von 20.000 Menschen oder 40.000 Menschen manchmal von Jahr zu Jahr. Das hört sich dann ganz schlimm an, aber das ist die normale Schwankungsbreite, die man hat. Und das ist in anderen Ländern auch so. Und wenn es in einem Jahr mal mehr sind, dann sind es im nächsten Jahr vielleicht weniger. Im Prinzip, was glaube ich vielen schwerfällt, ist, dass diese Zahlen, die sich unheimlich schlimm und hoch anhören, auch, dass die ins richtige Verhältnis gesetzt werden. Ich glaube, dass das für viele nicht vorstellbar ist, wie hoch die eigentlich sind. Jetzt ist es ja so, dass wenn man praktisch in dieser Situation ist und einfach das mal so vergleicht, die Chance von Corona betroffen zu sein und tatsächlich auch daran zu sterben, die ist ein viel, vielfaches kleiner als viele andere Situationen im normalen Leben. Und trotzdem trifft das die Menschen so. Wie entscheidend ist Angst bei dieser ganzen Pandemie? Also ich habe so eine Befürchtung, also ich denke mal, es gibt nur zwei Möglichkeiten, warum wir in dieser Situation stecken. Das eine ist, dass Politiker und auch Machteliten natürlich nicht gewappnet sind vor Angst. Also Angst, die über Medien geschürt werden, können auch diese Leute treffen, vielleicht sogar noch viel stärker. Die andere Möglichkeit ist, dass es eine strategische Geschichte ist, um vielleicht zum Beispiel ja, die Weltwirtschaftskrise einfach unter den Teppich zu kehren. Jetzt bist du natürlich nicht die Wirtschaftsperson, mit der ich darüber reden kann, aber wie stark ist zum Beispiel die Angst auch ein Indikator dafür, dass man ja einfach in so eine Massenpanik gerät? Ich glaube, dass der psychologische Aspekt unheimlich wichtig und unheimlich stark war. Aber dazu müsstest du am besten einen Professor für Psychologie fragen. Da bin ich
gar nicht die ganz richtige Ansprechpartnerin, glaube ich. Aber okay. Ich sehe zwei Erscheinungen im Umfeld. Es gibt eben die Menschen, die wirklich Angst haben nach wie vor, die wirklich denken, dieses Virus ist ganz gefährlich und steigen dann ins Auto oder gehen ins Krankenhaus, wo nachher die Wahrscheinlichkeit, in einem Krankenhaus krank zu sterben, nachher unendlich viel größer ist oder auch in anderen Situationen. Die Einschätzung der Gefahr, die ist massiv überhöht worden im Prinzip durch diese Medienflut, die wir wirklich von morgens bis abends über Wochen, über Monate an Horrormeldungen zu hören bekommen haben. Mhm. Das ist tatsächlich das eine. Und das andere ist eben tatsächlich doch, dass wir auch Menschen, sehr viele Menschen im Umkreis haben, die sich eigentlich mit diesem Thema gar nicht beschäftigen wollen. Die im Prinzip sagen, ach Gott, ich habe jetzt 3 Tage Homeoffice, das ist nicht das Schlechteste. Und wozu soll ich mich da groß zu Wort melden? Mein Leben ist doch eigentlich ganz schön. Wir leben ja schon in einem Wohlstandsland. Es geht den meisten Menschen ja hier einfach unglaublich gut. Mhm. Und was ich sehr traurig finde, ist, dass wir sehen Schicksale hier in Deutschland, wo Menschen völlig sinnloserweise als, ich mag das Wort nicht, Kollateralschaden, furchtbares Wort, aber wir sehen Menschen im Bekanntenkreis, die aufgrund des Verlustes ihrer Existenz tatsächlich in Selbstmord getrieben worden sind und Menschen, die einfach nicht im Krankenhaus gelandet sind, die im Herzinfarkt und dann zu Hause gestorben sind. Und das kann man eigentlich nicht akzeptieren, dass wir sowas zulassen. Und wir schauen natürlich auch, du weißt, zwischendurch kommt aus Thailand, wir schauen auch in die anderen Länder, nach Thailand insbesondere. Und auch da haben sich die Selbstmordraten, die sind um 20% hochgegangen. Wir sind jetzt 8-mal mehr Menschen durch Corona-Panik in den Selbstmord getrieben worden, als eigentlich durch oder mit Corona gestorben sind. Ich meine, es ist alles so irrsinnig, dass es kaum noch in Worte zu fassen ist. Also man muss ja auch da vielleicht mal einen Hinweis drauf machen, dass wir ja auch sehr viel andere Länder halt in Tagelöhner-Jobs geschoben haben durch unser Kaufverhalten. Also ich denke da nur an die ganzen Fashion-Industrie. Diese Leute hungern jetzt. Also das ist ja vielen Leuten nicht klar. Die haben das Geld gehabt von einem Tag auf den anderen. Ihr wisst das wahrscheinlich auch. In Thailand gibt es auch einen sehr großen... Sie verhungern. Genau, sie verhungern. Ja, muss man ganz klar so sagen. Sie verhungern in den Townships, in den armen Vierteln, vor allen Dingen natürlich in Bangladesch, im Nachbarland von Thailand, aber auch in Indien. Und wie du das schon gesagt hast, da komme ich jetzt auch gleich zu meiner nächsten Frage. Hat Politik nicht auch die Verantwortung, global zu denken? Also man kann nicht erst Länder ausbeuten und dann hinterher sagen, okay, die Schäden sind ja gar nicht so groß. Ach, das hat unsere Politik ja noch nie so richtig gut rausgehabt, oder? Das ist ja immer schon schwer genug, fürs eigene Volk zu denken. Und es klappt ja schon mal nicht mal besonders gut, wie wir gerade sehen. Das klappt eigentlich überhaupt nicht. Und insofern, da ist vielleicht die Politik dann irgendwo auch überfordert. Aber das wäre natürlich aus moralischen und ethischen Aspekten das, was man sich wünschen würde, dass man eben nicht nur klein-klein denkt, sondern wirklich auch an die Konsequenzen nicht nur vor der Haustür, nicht nur im eigenen Land, sondern eben dass wirklich global einfach überall eine Riesenkrise ausgelöst worden ist und dass eigentlich die Ärmsten der Armen am meisten mal wieder von diesem Mist betroffen sind. Aber natürlich auch in Deutschland gibt es viele Schicksale. Ich denke mal, das sollte man nicht runterspielen. Jetzt wird ja von der Politik ganz klar gesagt, und da kommen wir dann einfach auch zu dem Mundschutz oder zum Nasenmundschutz, von der Politik gesagt, wir müssen die anderen schützen. Also ich denke mal, ich habe auch in anderen Ländern, dadurch, dass wir halt doch noch auch relativ viel unterwegs waren, auch andere Konzepte kennengelernt, auch in der Recherche natürlich. Ist es wirklich notwendig gewesen? Und sagen wir mal, diese Pandemie, die so dargestellt wird, man muss die älteren Leute schützen und so weiter. Und ist es dann überhaupt notwendig gewesen, das so zu machen, wie wir es gemacht haben? Also sagen wir mal, der Lockdown, reden wir mal über den Lockdown, reden wir aber auch mal über andere Konzepte, die in anderen Ländern halt gefahren werden. Zum Beispiel kenne ich aus einem Land, dass zum Beispiel die Supermärkte vormittags nur für alte Leute da sind, also unter 65, und die können dann einkaufen gehen und nachmittags dann kann der Rest der Gesellschaft einkaufen gehen.
ist ja eine gute Möglichkeit, um nicht die gesamte Gesellschaft in Zwangsmaßnahmen zu bringen. Also da jetzt mal meine Frage, sind die Konzepte und die Maßnahmen aus eurer Sicht überhaupt hilfreich gewesen? Und hätte es vielleicht auch andere Konzepte gegeben, die viel weniger, viel weniger Konsequenzen gehabt hätten und die genauso hilfreich gewesen wären? Das sind natürlich zwei Themen, die immer wieder kontrovers diskutiert werden, aber auch da sind die Datenlagen eigentlich sehr klar. Und ich muss mal ganz kurz das in die Kamera halten. Es gibt einen unheimlich schönen Bericht, eine unheimlich schöne Zusammenfassung von Frau Professor Kapstein. Ich weiß nicht, wer sie nicht kennt, muss das unbedingt mal lesen. Das ist eigentlich die beste Zusammenfassung zum Thema Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit, die es jetzt in letzter Zeit gegeben hat. Mit dem Resümee, das eigentlich auch in der Wissenschaft seit Jahren und Jahrzehnten bekannt ist und das sich auch in Corona und Covid-19 nicht geändert hat. Schlussfolgerung. Die Empfehlung für Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum hat erstens keine wissenschaftliche Grundlage und ist zweitens sogar potenziell kontraproduktiv. Das potenziell würde ich vielleicht sogar wegnehmen. Ich denke, es ist kontraproduktiv aus verschiedenen Gründen, weil die Art und Weise, wie diese völlig, also nicht zertifizierten Mundschutz, das sind nicht nur Keimschleudern, die sind wirklich so, dass sie die Gesundheit gefährden von uns Menschen. Das ist eigentlich sehr schön dargelegt in diesem Bericht, dass sie eigentlich überhaupt keinen Zweck erfüllen. Und das ist das, was eigentlich sehr viele Studien schon seit Jahrzehnten sagen. Dazu gibt es noch eine sehr schöne Studie gerade vom National Bureau of Economic Research, wo verglichen wurde, wo wirklich ganz viele Länder miteinander verglichen wurden. Und sie kommen auch zu dem Schluss, den auch viele Wissenschaftler schon vorweggenommen haben, dass egal welche Maßnahmen ein Land hatte, die Epidemie hat immer einen ähnlichen Verlauf genommen. Die Maßnahmen waren nicht pharmakologische Maßnahmen, waren völlig unentscheidend für den, hatten keinen Einfluss auf den Verlauf der Epidemie. Und im Prinzip, diese Vorstellung ist auch total irrsinnig. Ich meine, im Prinzip wird ja vermittelt, wenn ich im Supermarkt meine Maske trage, dann schütze ich meine Oma im Altenheim. Natürlich haut das nicht hin. Die Menschen, die sterben eigentlich, auch gerade in den Ländern, die es schwerer getroffen hat, das sind die Menschen, die eben leider schon an der Schwelle sind, wo man sein Lebensende erreicht, langsam. Und das sind häufig die Menschen in den Altenheimen, in Pflegeheimen oder auch in den Krankenhäusern. In vielen Ländern sind bis zu 60% der Menschen, die zu den sogenannten Covid-19-Toten gehörten, aus diesem Bereich gekommen. In Deutschland sind es weniger. Aber das sind natürlich die Bereiche, wo man wirklich sagen muss, die brauchen einen Schutz. Aber es bringt nichts, wenn ich den Kindern in der Schule eine Maske verpasse. Und es bringt auch nichts, wenn ich selber im Supermarkt damit rumrenne. Es muss da, wo diese Menschen die Risikogruppen sind, da muss ein Schutz da sein. Aber in den Krankenhäusern ist der sowieso da. Und in den Alten- und Pflegeheimen, das haben jetzt viele Länder erfahren müssen, schmerzlich, da kann man durchaus noch Verbesserungsmöglichkeiten einbauen. Aber der breiten Masse deswegen irgendwelche Maßnahmen zu verordnen, ist völlig irrsinnig und, wie wir eigentlich aus sehr vielen Studien wissen, völlig bedeutungslos. Ich habe auch eine Sache, die mir sehr wichtig ist, die ich dich unbedingt gerne fragen möchte. Das ist nach Dr. Gatti in Italien wurde festgestellt oder zumindest ins Gespräch gebracht, dass natürlich die Umweltdinge einen Einfluss hatten in Italien, aber auch vor allen Dingen die Zwangsimpfung der älteren Leute. Also man weiß es vielleicht in nicht so ganz, aber in Italien gibt es eine Zwangsimpfung ab 65. Das heißt also, man wird da mit zwei Impfungen geimpft, also einmal gegen Grippe, so viel ich weiß, und jetzt kommt dieses schwierige Wort, Stockopocken, glaube ich, heißt das Ganze. Ne? Oder kannst du mich auch gerne verbessern? Wie denn? Mal bekommen vielleicht. Ja, genau. Ja, hört sich für mich alles ähnlich an. Kann das einen Einfluss darauf haben, dass gerade in Italien die Sterblichkeit so hoch war? Weil ich kann das vielleicht mal so aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe, als ich nach Indien geflogen bin, habe ich mich einmal gegen Grippe impfen lassen. Und ich habe dann tatsächlich zwei Jahre keine Grippe bekommen und dann im dritten oder vierten Jahr so eine heftige, dass ich das Gefühl hatte, diese Impfung hat zwar mich kurz geschützt, aber ich habe dadurch bin ich praktisch diesen Grippegang nicht mitgegangen, nämlich jedes Jahr mich sozusagen auf die neue Grippe einzulassen. Kann da ein Zusammenhang sein?
Thema Grippeimpfung, wenn man sich die Daten vom RKI anschaut, ist es ja so, dass, wenn man die letzten Jahre betrachtet, diese Impfung eine Erfolgsrate von 10% hatte. Das heißt, bei 90% der Menschen hat sie gar keine Wirkung gehabt. Wenn wir uns die einzelnen Jahre anschauen, dann sehen wir, dass der Impfstoff mal gut gepasst hat, vielleicht 30% der Menschen geschützt hat. Und dann sehen wir ab und zu aber auch eine negative Korrelation zur Grippeimpfung. Das heißt, die Menschen, die sind eher krank geworden, als dass sie geschützt wurden. Das gab es auch. Insofern ist das eine Sache, über die man wirklich auch im Detail nachdenken sollte, ob man das nur möchte oder nicht möchte. Und das, da muss man natürlich gucken, gehört man zu einer Risikogruppe und kann es mir helfen oder kann es mir nicht helfen? Also das, die Grippeimpfung kann man auf jeden Fall nicht in der breiten Masse empfehlen, das ist klar. Aber wenn man jetzt mal schaut, das ist eigentlich ganz interessant, pass auf, wenn du schaust, wenn du mal eine Grafik aufträgst, du trägst hier auf, von den verschiedenen Ländern und schaust, die Menschen über 65, wie viele sind da an Grippe geimpft worden? Und hier schaust du, wie viele Menschen sind mit oder an Covid-19 gestorben? Dann siehst du eine ganz klare positive Korrelation. Ja? Muss nichts bedeuten, aber die Korrelation ist auf jeden Fall da und das ist etwas, was man tatsächlich untersuchen sollte. Denn tatsächlich ist es eben so, dass im Alter das Immunsystem runterfährt, langsamer wird, schwächer wird. Und deswegen werden bei den Impfstoffen für gerade die Menschen über 65 häufig Verstärker, sogenannte Adjuvantien, verwendet, die das Immunsystem pushen, damit du überhaupt eine Antwort machst. Ja, bei der Coronavirus-Infektion ist es nun so, dass du diese Infektion, dein Körper versucht, diese in den Griff zu bekommen, indem er das Immunsystem nicht über einen bestimmten Peak rausschießen lässt. Ja? Und gerade das, wenn das Immunsystem hochschießt, das ist gefährlich in dem Moment, in dem du Coronavireninfektion hast. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass du eine Impfung bekommst mit einem Verstärker, der dein Immunsystem pusht und gleichzeitig hättest du eine SARS-CoV-2-Infektion und möchtest eigentlich gar nicht, dass es über einen bestimmten Peak rübergeht, dann müsste man wirklich mal klären, ob das nicht doch wirklich kontraproduktiv sein könnte, sowas zu tun. Jetzt gibt es ja noch ein zweites Beispiel, so in meiner Recherche. Man hat zum Beispiel gesagt, oder man hat gesehen, dass gerade so in Amerika, in der Bronx, sehr viele Schwarze gestorben sind, die ja scheinbar mit einem Anti-Malaria-Mittel behandelt worden sind. Und die Resistenz dieses Malaria-Mittels, die ja teilweise bei dunkelhäutigen Menschen vorhanden ist, hat dann scheinbar auch diese Ursache, nämlich den Tod, zur Folge gehabt. Kann da was Wahres dran sein? Kann ich von hier aus echt schwer beurteilen. Im Prinzip ist es bekannt, dass es in bestimmten ethnischen Gruppen Mutationen gibt, Geneffekte gibt, die für einen Arzt bedeuten, wenn ein Mensch diesen Geneffekt hat, darf er bestimmte Medikamente auf keinen Fall bekommen, weil sie gefährlich sein können. Nun sind die Ärzte eigentlich relativ gut ausgebildet in Amerika. Und ob das tatsächlich passiert ist, dass eben dadurch Menschen zu Tode gekommen sind, kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass am Anfang, das ist aber doch, da will ich auch keinen Vorwurf machen. Am Anfang ist bei der Behandlung von Covid-19 sehr viel falsch gemacht worden. Das ist bei neuen Erkrankungen, neuen Bildern, die eine Erkrankung liefert, durchaus nicht ungewöhnlich. Da wurde viel ausprobiert und die Dosis stimmte häufig nicht, also die Menge stimmte nicht und es wurden häufig auch falsche Maßnahmen ergriffen. Und da sind tatsächlich am Anfang mehr Menschen gestorben, als vielleicht hätten sterben müssen. Aber gut, das ist das, was man dann aus der Erfahrung lernt. Und im Prinzip können wir jetzt, sind wir in einer unheimlich schönen Situation. Wir könnten Hurra schreien jeden Tag. Die Epidemie ist seit langem vorbei. Wir wissen, wir haben eine Grundimmunität. Und es ist so, dass, obwohl es kein spezifisches Medikament gibt gegen Covid-19, haben wir so viel dazugelernt, dass man Covid-19 eigentlich gut behandeln kann inzwischen. Also im Prinzip könnten wir jetzt wirklich mal alle Ängste und Sorgen vom Tisch wischen und sagen, entspannt euch wieder Menschen und Leute, kommt zur Vernunft und zur alten Normalität zurück und schmeißt alle Hygienepläne für die Öffentlichkeit mal in die Mülltonne. Wie sieht denn so eine Behandlung aus? Nur, dass wir das vielleicht mal ganz kurz anreißen. Also das wäre ein bisschen zu weit, Kai. Okay, alles klar. Das ist schon ein komplexes Thema. Okay, alles klar. Dann lassen wir das weg. Aber es ist einfach so weit, dass man jetzt sagen kann, Covid-19 ist keine große Gefahr mehr. Im Einzelfall, wenn du wirklich schon multimorbid bist, hast du eine Chance, an Covid-19 zu sterben. Das ist so.
man muss es unterscheiden, ja. Es ist für die breite Masse der Bevölkerung keine große Gefahr. Für einzelne Menschen kann Covid-19 durchaus gefährlich sein und die gilt es zu schützen. Professor Püschel hat ja doch gegen das Anraten der Vorgabe vom RKI sehr viele Leichen seziert. Ich glaube, an die 200. Und nach 200 hat er dann auch mal so ein Ergebnis halt rausgetan, hat gesagt, von diesen 200 Leichen ist nicht eine einzige Leiche ohne Vorerkrankung gewesen. Das ist ja schon ein Offenbarungseid eigentlich für alles das, was bis dahin war. Aber es gab ja keine Reaktion darauf. Oder sehe ich das verkehrt? Naja, die Reaktion war, dass er ziemlich in die Kritik gekommen ist, genauso wie Herr Streeck, der zur Vernunft aufruft. Im Prinzip ist es ganz seltsam, dass die Leute sich so gegen die Wahrheit wehren, dass sie es gar nicht wissen wollen. Das ist schon erstaunlich. Aber ich weiß nicht, warum es so schlimm ist. Aber die Befunde von Herrn Küche waren toll. Ich meine, es war toll, dass er wirklich das getan hat. Durch ihn haben wir wirklich was dazugelernt. Und das war natürlich unverantwortlich vom RKI zu sagen, bitte guck nicht rein. Weil ich meine, das hat das RKI die ganze Zeit gemacht. Ja? Guck nicht nach und unterscheidet bloß nicht, ob jemand eine Infektion hat oder ob er wirklich erkrankt ist. Und unterscheidet bloß nicht, was die eigentliche Todesursache war. Denn das wissen viele nicht, weil das ist so, dass du, wenn du Krebs hast, ne? Lungenkrebs, Brustkrebs, irgendwas, und du hast dein Endstadium erreicht, Metastasierung überall, du bist nur in der Schmerztherapie, dann kommt sehr häufig eine Infektion drauf. Das kann eine Sepsis sein, das kann eine klassische Atemwegsinfektion sein mit Adenoviren oder irgendwelchen Viren. Dann bist du offiziell ein Krebstoter. Das ist so, ja. Aber ich meine, seit SARS-CoV-2 ist alles anders. Du brauchst nur den positiven RT-PCR-Befund und schon bist du Covid-19-Toter. Das stellt eigentlich alles auf den Kopf, was eigentlich die medizinischen Grundregeln sind. Das war ja auch das, was Sucharit schon im März eigentlich ganz stark bemängelt hat, dass er gesagt hat, es wird nicht wissenschaftlich gezählt. Jetzt möchte ich aber mal zu den Dingen kommen, wo sich ja Wissenschaftler einig sind. Also zumindest Herr Lauterbach und von Herrn Drosten weiß ich und habe ich gesehen, dass es ein Video gibt, dass er sagt, dass beide sagen und sich beide einig sind, dass die Masken keinen Schutz vor Viren bieten und dass sie einfach kontraproduktiv sind. Trotzdem wird es gemacht. Inwieweit unterhält man sich unterhaltet ihr euch auch zum Beispiel mit den Rändern der Ärzteschaft, die jetzt zum Beispiel auch schon so ein bisschen auf der Kippe sind, wie zum Beispiel Professor Püschel, gab es da schon mal ein Gespräch? Gab es schon mal ein Gespräch mit Professor Streeck, auch über solche Themen? Also, weil wir haben ja doch irgendwo Dinge, die auch sogar dem Normalbürger, der nicht in diesem Thema drin ist, langsam als sehr komisch vorkommt. Und da muss doch dann, für mich, ich kann das Ganze einfach nicht mehr so nehmen, wie es mir verkauft wird, also schon lange nicht mehr. Und ich glaube, da habt ihr auch sehr stark zu beigetragen. Damals in dem Gespräch im März, weil das mich sehr überzeugt hat. Aber wie ist da in dieser Krise zumindest das Gespräch zwischen den Totalkritikern, die, wo ihr ja mit zuzählt, und den gemäßigten Kritikern? Gibt es da denn wenigstens einen Austausch? Es gibt einen begrenzten Austausch, aber es gibt durchaus einen Austausch. Und was wir eben feststellen, ist, dass von den, sagen wir mal, gemäßigten Kritikern, dass diese eben diesen gemäßigten Kurs wählen, was auch nicht schlecht ist, damit sie überhaupt noch gehört werden. Ja, wir werden überhaupt nicht gehört, Fischerried wird nicht eingeladen zu Markus Lanz, andere werden eingeladen und haben da die Chance, tatsächlich auch mehr Menschen zu erreichen. Und insofern ist es durchaus berechtigt, auch den gemäßigten Kurs zu vertreten, auch wenn wir eigentlich alle einer Meinung sind. Darf ich da ganz kurz was zu sagen? Also ich finde, ihr seid sehr gemäßigt. Ich habe das immer wieder auch im März erfahren, wie gemäßigt ihr eigentlich seid. Ich denke mal, ihr habt immer eigentlich den offenen Weg und auch den Weg der Diskussion und der Bereitschaft für die Diskussion
signalisiert und habt ja wirklich nie über die Stränge geschlagen. Also ich hatte ja auch, wir haben ja auch damals dann über ein paar Dinge geredet, wie Demonstrationen und so weiter. Ihr habt euch ja doch wirklich sehr auch zurückgehalten. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Warum wurdet ihr trotzdem so abgestraft? Also was denkst du? Also ich denke mal, die kritischste Meinung ist ja eigentlich die, die zu der anderen Meinung die meiste Reibung eigentlich bewirken würde. Also das heißt, man müsste aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven etwas begutachten. Das ist doch, glaube ich, wissenschaftlich oder sehe ich das verkehrt? Das ist eigentlich Usus in der Wissenschaft tatsächlich. Einer stellt eine These auf, dann macht eine Antithese und dann kommt man irgendwann zur Synthese und weiß, okay, das bringt uns weiter. Und das ist das, was wir wirklich seit Monaten schmerzlich vermissen, dass es diese Diskussion nicht gibt. Nicht nur, dass es sie nicht gibt, dass sie eigentlich aktiv im Keim erstickt werden, indem wir diffamiert werden, indem wir einfach pauschal abgebügelt werden, indem ganz viele Falschmeldungen rausgebracht werden. Wir sind nun wirklich auch politisch wirklich nicht rechts, nicht links, das ist gar nichts, aber wir sind wir Reichsbürger und was sind wir alles? Das ist so furchtbar. Anstatt, dass man über die Fakten spricht, wird man einfach nur in irgendeine Ecke geschoben. Ich meine, es gibt ja vielen so, die sich kritisch äußern, aber es macht es nicht besser. Man, in einem Land, in dem man nicht mehr über die Fakten sprechen kann, in dem kritische Meinungen nicht mehr gehört werden, da ist es um die Demokratie nicht mehr gut bestellt, befürchte ich. Jetzt muss ich, also, und das hatte ich ja versucht, im März auch schon mal irgendwo anklingen zu lassen, da habt ihr euch sehr zurückgehalten. Und wenn man jetzt so als Wissenschaftler doch das Wissen hat, was ihr beide habt, dann muss doch da irgendwo eine Ahnung hinterstehen. Wie kann diese ganze Situation entstanden sein? Also glaubt ihr zum Beispiel, dass am Anfang tatsächlich die Politik panisch war, überreagiert hat, aber sich dann in dieser Panik entdeckt hat, wie sie nämlich neu Politik machen können, indem sie über die Angst, nämlich die Gesellschaft, regieren. Könnte das zum Beispiel eine, also was denkt man da als Wissenschaftler, wenn man doch so viel Fakten hat und so in diesem Thema drinsteckt und das von außen einfach dann beobachtet? Ja, du willst aus mir irgendwelche Verschwörungstheorien rauskitzeln, ich merke das schon. Pass auf, im März waren wir zurückhaltend, weil es für auch gerade die Politiker, die wirklich in diesem Thema nicht drin stecken, weil es schwierig war zu beurteilen, wo geht das Ganze hin. Anfang März zumindest, Ende März, im April, da war die Datenlage schon ganz anders. Und im Mai war die Datenlage nochmal anders und Fakten standen nicht nur von Deutschland, sondern von so vielen Ländern auf dem Tisch, dass spätestens da eigentlich der Kurs in die richtige Richtung hätte korrigiert werden müssen. Und wir fragen uns alle, warum ist das nicht passiert? Und warum passiert das bis zum heutigen Tag eigentlich nicht? Warum müssen immer noch in Bayern Kinder mit Mundschutz rumlaufen oder in Kindergärten erklärt bekommen, dass das Coronavirus ihre Oma und Opa umbringen? Das ist alles so absurd, dass man an dieser Frage, wie kann das eigentlich sein, nicht vorbeikommt. Aber tatsächlich ist das eine Frage, die du mal Frau Merkel stellen müsstest. Also man hat mich irgendwie sozusagen rausgehalten aus der Möglichkeit, mit Frau Merkel ein Gespräch, ins Gespräch zu kommen. Aber ja, sei es drum. Eine Sache kann ich sehr klar, dass in Krisenzeiten, da gibt es immer die Trittbrettfahrer und Profiteure, die auf einen fahrenden Zug aufspringen. Ich meine, das ist das, was wir, das, was da gibt es nicht viel zu spekulieren, das sieht ja jeder. Jemand wie Söder, der, erinnerst du dich noch, als er diesen Baum umarmt hat und auch Bienenfreund machen musste, da kam so ein gequältes Lächeln über die Lippen und jetzt durfte er Krieg führen gegen ein Virus und zeigen, was er für ein toller Hecht ist. Also da profitieren Menschen von, das ist klar. Natürlich profitieren die Politiker davon, natürlich profitieren auch in der Wissenschaft Menschen davon, die große Gelder jetzt einfahren. Es gibt immer die Profiteure, die leider häufig gewissenlos und ohne moralische und ethische Ansprüche einfach mitfahren auf ihrem Zug, anstatt diesen Zug zu stoppen. Das ist das, was man sieht. Das wird uns ja auch vorgeworfen, ne? Also dass wir Trittbrettfahrer sind. Also ich glaube auch, und da kann man vielleicht auch ganz kurz auf euer Buch zurückkommen,
Das wurde euch ja, glaube ich, auch vorgeworfen, dass ihr ein Buch geschrieben habt, um aus der Krise Profit zu machen. Aber da muss man, glaube ich, auch mal ganz klar betonen, ich glaube, ein Buch zu schreiben ist viel Arbeit und der Ruhm ist das, was dabei vielleicht herauskommen könnte. Aber in diesem Fall ist es noch nicht mal ein Ruhm, auf den man so besonders stolz sein kann. Aber mit dem Buch viel Geld zu verdienen. Also ich glaube, das Haus von Herrn Spahn ist gerade ein bisschen größer als das, in dem ihr in Kiel oder in der Nähe von Kiel lebt. Ne? Ich glaube. Also wird euch nicht jeder glauben, aber das, der Grund für dieses Buch war weder Geld noch Ruhm. Also, und was bei so einem Buch am Ende überbleibt, das, ich weiß gar nicht, ob ihr das vorstellen kannst, das ist nicht sehr viel. Ich weiß es. Ich musste dieses Buch schreiben, weil ich echt dabei war, krank zu werden. Das hat mich alles so belastet. Ich hatte solche Magenschmerzen, ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Ich konnte eigentlich das gar nicht mehr im Leben teilnehmen, weil mich das alles so belastet hat, zu sehen, wie Menschen in unserem engsten Bekanntenkreis keine Tumortherapie mehr bekommen haben. Die Hüfte wollen nicht, aber jetzt ist klar, kann man damit aushalten. Es tut halt nur weh. Tumortherapie ist schwieriger. Da möchtest du wissen, wie ist mein Stand eigentlich? Ist der Tumor schlimmer geworden? Ist er nicht schlimmer geworden? Wann kriege ich meine nächste Behandlung? Und dann warten Leute monatelang, bis mal wieder was passiert. Dann haben wir wirklich so liebe Menschen, die erfolgreich waren und jetzt Hartz-IV-Empfänger sind. Das kann alles nicht angehen. Ich war so wütend. Man liest das durchaus auch im Buch raus und das ist auch gut so. Denn für mich haben Menschen, die die Angst geschürt haben, wie Herr Drosten, Herr Wieler, Herr Spahn und die verantwortlichen Politiker, die eigentlich ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sind, die tragen für mich persönlich eine Mitschuld an dem ganzen Leid und auch an den sogenannten Kollateralschäden, Toten, die wir in diesem Land zu beklagen haben. Mhm. Und für mich persönlich werden die alle vor Gericht gestellt, muss ich dir sagen. Mhm. Für mich war da eine Grenze überschritten. Es ist eine Sache, wenn die Politiker unser Geld für sinnlose Dinge ausgeben, aber wenn sie die Menschen in diesem Land derartig gefährden und so viel Leid und sogar Tote verursachen, die nicht notwendig waren, dann hört es bei mir auf. Sucharit hat ja mitgeschrieben und hat es stellenweise geschärft. Insofern ist das alles auch gut. Aber dieses Buch muss einfach raus, weil es einfach mir von der Seele, ich muss es mir von der Seele spannen, diesen ganzen Ärger. Und ich hoffe tatsächlich, es kommt jetzt bald eine englische Version auf den Markt, dass die Menschen auch in anderen Ländern eine Chance haben, das Ganze auch mal von einer anderen Perspektive präsentiert zu bekommen, um dann selber in die Recherche einzusteigen und sich dann am Ende irgendwo in der Mitte vielleicht oder auch wo auch immer ihre eigene Meinung zu bilden. Aber die Menschen kommen nicht drum herum, sich selber mit dem Thema zu beschäftigen, weil sonst haben wir wirklich ein Problem in der Welt. Bevor wir jetzt einfach vielleicht auch zu ein bisschen was Positivem kommen, nämlich die Möglichkeit, wie man vielleicht auch die andere Hälfte, die noch momentan so auf der Kippe steht oder die ganz klar in dem Angstmodus des Mainstream einfach verhaftet ist, wie wir die noch rüberziehen können, möchte ich ganz gerne nochmal mit dir über die Aha-Regeln im Kindergarten und in der Schule reden und auch zu den Dingen, die dir ganz, ganz wichtig sind. Du hast ein Kind, einen kleinen Sohn, der geht natürlich noch nicht in die Schule, aber ich glaube, das war dir nochmal so ein Thema, wo du unbedingt auch drüber reden wolltest. Das hast du mir gleich am Anfang unseres Gespräches auch hochgezeigt. Und das ist auch ein Thema, was mich ganz, ganz ärgerlich gemacht hat. Ich denke mal, was wir als erwachsene Menschen uns für einen Wahnsinn zumuten, das kann man schon in Frage stellen, aber wenn wir einfach unsere Kinder einfach schon so dermaßen misshandeln, auf Kosten von Politik, die vielleicht dann einfach irgendwo Situationen ausnutzen, die nicht geklärt sind und die vielleicht sich hoffentlich in den nächsten Jahren klären, das ist nochmal eine andere Nummer. Du hast da so ein Heft vorhin hochgehalten. Genau. Erzähl mal, was da drin steht. Ja, ach, dieses Thema ist wirklich, es macht mir auch nach wie vor Bauchschmerzen. Und einerseits sind es die Schulkinder, die bis jetzt waren die ganzen Einschulungen, ne? Die Kinder haben die Schule gewechselt. Dann gibt es die ganzen Sonderregelungen, die Eltern dürfen mit, aber nur mit Maske und dann zum Platz. Das war früher dieser Schulwechsel oder eingeschult werden, das war ein Fest für eine ganze Familie. Das ist ein ganz entscheidender Lebensabschnitt für ein Kind, der jetzt anfängt und der die ganze Familie beeinflusst.
All das ist maximal eingeschränkt worden und das ohne Grund. Ich meine, nochmal, wir haben seit Monaten keine steigenden Infektionszahlen, wenn man die Zahlen korrekt vermitteln würde. Wir haben ganz klare Berichte, dass wir wissen, dass diese Masken keinen Effekt haben. Ganz im Gegenteil, sogar eben kontraproduktiv sein können. Wir wissen, dass die gesamten Maßnahmen eigentlich keinen Effekt hatten. Und wir sehen auch in den Ländern, in denen Infektionszahlen jetzt scheinbar wieder steigen, dass es keine große Anzahl an Erkrankten und Toten eigentlich überhaupt gibt. Egal, ob wir nach Spanien gucken oder woanders hin. Da sieht die zweite Welle an Infektionszahlen, die ganz schlimm aus, aber Infektion bedeutet eben nicht, dass wir gleich krank sind. Schon gar nicht, dass wir an Covid-19 sterben. Und dass wir in dieser Situation, in der wirklich alles entspannt sein könnte, unseren Kindern so etwas antun, das ist tatsächlich ein Verbrechen. Es sind verschiedene Verbrechen begangen worden von unseren Politikern, finde ich. Und zwar insbesondere den alten Menschen und insbesondere unseren Kindern. Mhm. Diese Regeln sind auch so absurd teilweise, dass die Kinder im Kindergarten draußen werden teilweise Bereiche abgesperrt. Da darf die eine Gruppe hin, da darf die andere Gruppe hin. Nach dem Kindergarten können sie wieder die Geburtstagsparty gemeinsam feiern. Aber im Kindergarten dürfen sie sich nicht gemeinsam begegnen draußen. Das sind so willkürlich, die Regeln sind so willkürlich und sinnlos, dass man nur staunen kann. Bei unserem Kindergarten, muss ich Gott sei Dank sagen, sind die Erzieherinnen und Erzieher, die Mitarbeiter alle unheimlich bemüht, den Kindern einen relativ normalen Alltag zu bieten. Und umso schlimmer war eigentlich, dass jetzt ein Paket gekommen ist vom Bundesgesundheitsministerium mit so einer Art Care-Paket mit unglaublich lustigen Sachen drin. Das Erste ist, ich meine, es ist wie eine Klatsche ins Gesicht für die Erzieher eigentlich. Die sollen im Prinzip dafür sorgen, dass zum Beispiel möglichst wenig Aerosolverbreitung stattfindet. Und was ist drin in dem Paket? Ich halte das mal hier in die Kamera. Schöne Bubbles. Sehr schön. Und dann guckt ihr mal den Typen da drauf an. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Der Herr nennt sich Walter und sieht aus für mich wie mindestens ein Kleinkrimineller. Wenn nicht gar noch schlimmer. Aber was ist und, das jetzt? Das ist das Care-Paket für unsere Kinder im Kindergarten, mit dem die Erzieherinnen jetzt unseren Kindern ja, beibringen sollen. Was ist das sollen. Speziell? Ist das, was ist das Produkt? Das Produkt sind Bubbles, Seifenblasen. Seifenblasen, die du schön durch die Gegend pusten kannst. Dazu gibt es dann ein Stück Kernseife von Herrn Walter. Das ist nicht schlimm. Die stinkt dermaßen zum Himmel, dass sich natürlich kein Kind damit freiwillig nicht waschen würde. So funktioniert es wirklich gar nicht. Und das Allerschlimmste ist dann so ein kleines Heftchen noch. Ein kleines Heftchen, wo dann den Kindern erklärt wird, dass wenn sie keine Maske tragen, dann können sie Oma und Opa anstecken, ohne es zu wollen. Und dann steht auch wunderbar drin, und wenn diese krank werden, kann keiner den Kranken und Schwachen helfen. Ach, und dann kann sich auch keiner mehr um unseren Opa im Pflegeheim kümmern. Dann ist alles vorbei. Ja, also im Prinzip wird den Kindern hier suggeriert, dass wenn sie sich nicht an diese Maßnahmen halten, die völlig sinnlos sind, dass sie tatsächlich eine Gefahr für ihre Großeltern darstellen. Und während wir, wie du richtig sagst, ja noch die Möglichkeit haben, uns anders zu informieren, unsere eigene Entscheidung zu treffen, können die Kinder eigentlich nur das annehmen, was ihnen beigebracht wird. Und wenn wir dann sehen, wir müssen das alles so lange machen, das ist auch unglaublich, wir müssen das alles so lange machen, bis Corona bald verschwindet, damit wir dann unsere Lieblingsmenschen wieder umarmen können. Da wird ein völlig falsches Bild an unsere Kinder weitergegeben und sie werden im Prinzip quasi indoktriniert mit diesen völlig falschen Vorstellungen, die eigentlich nur zu ihrem Schaden sind und nicht zu ihrem Nutzen. Kinder brauchen das Gesicht, Kinder müssen strahlen, sie müssen ihre Gefühle ausdrücken können, sie müssen andere Menschen sehen können. Und es gibt die ganzen Studien auch über die psychischen Schäden, die bei den Kindern hinterlassen werden mit diesen Masken. Das ist so furchtbar und so sinnlos, dass es echt erstaunlich ist. Nochmal, Gott sei Dank, unser Kindergarten geht nicht mit auf diese Schiene, aber ich weiß von anderen Kindergärten, in denen das dann tatsächlich den Kindern so erklärt wird. Auch das ist noch ein Punkt, den ich vielleicht nochmal loswerden muss, Kai. Diese Idee, wir müssen so lange kämpfen, bis dieses Coronavirus verschwunden ist. Irgendein Politiker hat das letztens gesagt, ich glaube Netanyahu oder irgendjemand, der sagte, wenn wir uns nicht alle am Riemen reißen, wird das Virus siegen und nicht hier. Diese Idee ist so absurd, dass wir diese ganze Zeit in diesen Krieg gezogen sind gegen etwas, was zum natürlichen Leben einfach dazugehört. Weißt du, wir sind pro Körperzelle, haben wir 10-mal mehr Bakterien auf uns. Du schleppst ungefähr 1 Kilo Bakterien mit dir rum, ja? Und die meisten Menschen schleppen circa 5 Viren mit sich rum. Ist aber kein Problem. Wir werden trotzdem 80 Jahre alt und dass wir nicht älter werden, liegt nicht an den Bakterien und Viren, sondern an dem Lebensstil insbesondere, den wir haben. Aber
Jetzt ist bei den Coronaviren ein weiteres dazugekommen, von denen, die wir schon seit Jahrzehnten kennen. Und es macht das, was die anderen Coronaviren auch machen. Erkältungskrankheiten, für die viele sehr harmlos. Manche merken überhaupt nicht, dass sie krank sind. Und bei einzelnen Risikopatienten, da können sie tatsächlich auch zum Tode führen. Das ist nichts Neues. Das wussten wir vorher schon und das war schon immer so. Deswegen die ganze Welt aus den Angeln zu heben, ist so absurd und so sinnlos, dass man einfach nur den Kopf schütteln kann. Die Viren sind genau wie Bakterien Teil unserer Umwelt und wir können doch nicht anfangen, jetzt deswegen in Ganzkörperschutzanzügen noch durch die Welt zu rennen und dann werden wir nachher doch beim Autounfall Spaß haben. Das ist alles so irrsinnig. Wir haben heute gerade einen Clip aufgenommen, also einen Vlog aufgenommen. Da geht es nämlich um dieses Thema Viren. Man hat mal, also da wurde zum Beispiel, ist ein Film bei Arte, kann ich auch nur empfehlen, den zu gucken. Da geht es darum, wie sich die Menschheit sozusagen erhebt über alles andere, was es auf dieser Welt an Lebewesen gibt. Da wird gesagt, von Punkt 1 bis Punkt 10, warum, also was der Mensch denkt, warum er anderen Lebewesen voraus ist. Und es ist ganz witzig, da wird dann zum Beispiel gesagt, die Ameisen haben die Landwirtschaft schon erfunden, da gab es den Menschen noch gar nicht und auch ein soziales System und so weiter. Und die Bäume haben schon kommuniziert, weil wir uns immer dann sagen, okay, wir sind die einzigen Lebewesen, die die Sprache haben und so weiter und so weiter. Und es ging dann auch um die Abhängigkeit, nämlich, dass der Mensch ohne die Bakterien und ohne die Viren gar nicht zu einem Mensch hätte werden können. Also wir leben sozusagen in jeder Sekunde mit den Bakterien und mit den Viren. Und das ist uns gar nicht klar. Und das Verrückte und das Kranke, was ich einfach auch finde, ist, dass wir einfach verlernt haben, Vertrauen, Urvertrauen zu haben. Nämlich Urvertrauen, ich glaube, die Wissenschaft ist wichtig, aber ich glaube, wenn man die vielen Jahrmillionen sieht, die sich das Leben entwickelt hat und nämlich dazu einfach dann auch dieses Urvertrauen, dass Leben und Sterben einfach ein ganz normaler Prozess ist, dann verlieren wir, wenn wir zu sehr in das Rationale, in das Wissenschaftliche gehen, einfach auch unsere Intuition, was wir nämlich tun müssen, um einfach zu überleben. Und ich glaube, an diesem Scheideweg sind wir jetzt gerade. Ich glaube, dass die Wissenschaft so stark erhoben wird, dass viele andere Dinge, die nämlich auch gesund machen, wie zum Beispiel positives Denken, im Gleichgewicht zu sein, Vertrauen zu haben, wie du es ja auch vorhin gerade gesagt hast, ganz schön eigentlich auch bei dir. Sozialkontakte, sich umarmen, all die positiven Dinge. Bakterien, man weiß zum Beispiel, und ich hoffe, das bestätigst du mir, beim Küssen gibt es ein unglaubliches Cocktail an Austausch von Bakterien und Viren, die scheinbar auch extrem gesund sein sollen. Also küsst viel und tragt weniger Mundschutz. Ja, ganz abstrakt. Heute habe ich auch wieder so einen Post gesehen. Die Prostitution ist wieder erlaubt, aber mit Mundschutz. Also da fässt man sich wirklich nur noch an den Kopf. Also wer sich so was ausdenkt, aber Künstler dürfen nicht arbeiten, und weil sie dann Aerosole aussprühen. Also das muss uns mal jemand alles erklären. Also es ist schon sehr, sehr abstrakt. Ich möchte noch einen kurz oben draufsetzen zu diesen Kindern, bevor ich dann eigentlich zu etwas Positiveren kommen möchte mit dir. Ich habe die Aha-Regeln gesehen in einer noch viel abstrakteren Form. Und zwar finde ich, dass das schon wirklich so war, dass ich gesagt habe, das ist kriminell. Und zwar war es einfach so, das war so, auch so eine Zeichnung, und dann sollten die Kinder praktisch dazu praktisch kleben, was richtig und was verkehrt ist. Und verkehrt war, also ich komme jetzt einfach nur auf das, was verkehrt war oder verkehrt ist. Verkehrt ist zum Beispiel zu flüstern, verkehrt ist mit anderen Kindern zu spielen und verkehrt ist mit anderen Kindern zu singen. Also noch schlimmer geht es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, dann verunmenschlichen wir unsere Gesellschaft, und ich glaube, da sind wir auf dem besten Wege drin, weil was du vorhin gesagt hast, dass die Masken bei Kindern Schaden auslösen. Ich glaube, der Schaden ist mindestens genauso groß bei den Erwachsenen. Ich glaube nur, dass wir das nicht erkennen im Moment. Ich glaube, dass dieser Schaden der nonverbalen Kommunikation und auch des Lippenlesens und so weiter und einfach auch den Menschen zu sehen mit seinen Krankheiten,
mit seinen Möglichkeiten auch jemand anders anzustecken, das ist etwas Wunderbares, dass wir einfach ja immer eigentlich auch in einem bestimmten Risiko leben. Ich glaube, das unterschätzen viele, das macht uns ja gerade zu diesen Lebewesen aus, dass wir immer irgendwo auch in einer Gefahr sind. Denn nur dadurch können wir uns doch auch weiterentwickeln, oder sehe ich das so verkehrt? Also was du völlig richtig siehst, ist, dass diese psychologischen Schäden bei Erwachsenen und Kindern vorkommen. Wenn wir mit Psychologen im Bekanntenkreis sprechen, egal Kinder oder Erwachsenenpsychologen, die wissen nicht mehr, wohin mit ihren Terminen. So viele Menschen melden sich krank, weil sie psychologisch im Moment sagen, sie können nicht mehr, sie sind am Ende. Es ist so, dass das alles mit Spuren hinterlässt. Bei Erwachsenen habe ich immer noch die Hoffnung, die kommen irgendwie drüber weg. Bei den Kindern habe ich die Sorge, dass wir jetzt eine Generation von einer Art Kasper-Hauser-Kindern produzieren, die wirklich Schwierigkeiten haben werden später im Leben. Und deswegen müssen diese Maßnahmen einfach so schnell wie möglich beendet werden. Eigentlich schon seit gestern und seit Monaten. Und es ist so grausam, es ist ein Verbrechen an unseren Kindern. Und ich muss auch alle Eltern auffordern, lasst das nicht zu. Klagt gegen wen auch immer, die Lehrer, die Schulleiter, was auch immer ihr könnt. Schließt euch zusammen und klagt. Lasst nicht zu, dass eure Kinder dieses völlig falsche Bild bekommen, das möglicherweise sich einprägt und ihr Leben negativ, sehr negativ beeinflussen können. Vor allen Dingen, was ja auch noch irgendwo bedacht werden muss, ist, dass diese Kinder vielleicht eines Tages auch Denunzianten ihrer Eltern werden. Ich denke, wenn man so erzogen wird, ja, das ist, also ich finde das nicht unwahrscheinlich. Also sagen wir mal ganz einfach, die Corona-Gegner haben Kinder, die dann einfach so erzogen werden. Was bleibt da anders übrig, außer dass die Kinder eigentlich das bemängeln, was die Eltern für falsch halten? Also ich sehe das auch aus dieser Richtung als große Gefahr an. Jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal mit dir über was Positives reden. Was für Chancen haben wir denn eigentlich? Also ich denke mal, wir haben ja jetzt gesehen, Millionen sind auf die Straße gegangen oder wie die Mainstream-Medien sagen oder die klassischen Medien, 30.000. Wo haben wir denn einfach Chancen, einfach uns die Welt auch so zu machen, wie es uns gefällt? Ach, ja, für mich. Die positiven Aspekte sind, wenn ich nach Hause komme und meinen Kleinen hier habe und meinen Mann. Das sind die positiven Aspekte, die ich habe. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich mit ganz viel Aufklärungsarbeit und langem Atem der Wahrheit auf die Sprünge helfen müssen, damit das ganze Land und damit die Menschen keine Angst mehr haben und das Ganze eine positive Entwicklung nimmt. Und ich glaube, dass wir ganz dringend daran arbeiten müssen, dass alles, was wir falsch gemacht haben, tatsächlich auch aufgearbeitet wird. Nicht in dem Sinne, dass man jetzt tatsächlich die Vorwürfe alle erhebt, aber dass man wirklich daraus lernt für die Zukunft. Und ich glaube, dass wir da noch eine schwere Zeit vor uns haben werden, denn das wird noch eine sehr, sehr lange, langatmige Aktion. Insofern, dass mit diesen positiven Aspekten. ich sehe, dass du da in der Sonne sitzt, das gefällt mir ja sehr gut. Aber ja, das ist was, was ich heute Abend auch nochmal machen werde. Und dann kann man mal durchatmen und mal tatsächlich wieder man selbst sein. Ich gebe dir vielleicht nochmal so einen Denkanstoß. Ich meine, wir kommen ja aus einer Welt und da haben wir uns ja das erste Mal kennengelernt. Die war nicht nur eine gute. Also ich denke mal, Sucharit hat das ja auch ganz klar gesagt. Er kommt aus einem Land, was diktatorisch war und er ist in ein Land gekommen, wo er dachte, es ist wirklich demokratisch. Und man hat die Enttäuschung schon bei ihm extrem gemerkt, dass das ihm auch wirklich nahe gegangen ist. Das war auch etwas, was mich extrem überzeugt hat in dem ersten Treffen. Das ist das Authentische, vor allen Dingen auch von Sucharit, der ja eigentlich diesem Land schon auch viel Gutes getan hat. Und jetzt denke ich, ist es nicht auch so, dass man durch diese Corona-Krise vielleicht es schafft, einfach auch generell über alles neu nachzudenken. Dass wir einfach generell über unsere gesamte Gesellschaft einfach neu denken müssen und alles hinterfragen müssen. Weil wir kommen nicht aus einer guten, harmonischen Welt. Wir sind jetzt, und wir haben doch jetzt auch eine Riesenchance, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Oder siehst du das anders? Ich muss dir sagen, wenn du mich nach den positiven Aspekten fragst, dann gibt es
bestimmt zwei oder drei, die man richtig benennen sollte. Das eine ist, dass wir unheimlich viele tolle Menschen getroffen haben seit dieser Krise, die wir vorher nie getroffen hätten, die unser Leben bereichert haben. Wir bekommen auch unheimlich viele positive Rückmeldungen per Mail und per Briefen und per allem Möglichen und möchten auch tatsächlich Danke sagen an all die Menschen, die uns unterstützen. Und auch Entschuldigung, wenn wir es nicht schaffen, all die Mails zu beantworten an dieser Stelle, komme ich hinterher. Das andere ist aber tatsächlich, dass man wirklich aufgewacht ist. Und da bin ich manchmal unschlüssig, ob ich es gut finden soll. Komme ich mir ein bisschen vor wie im Film Matrix, wo du denkst, okay, wenn du einmal die Pille nimmst, dann bist du halt raus aus der Schlafwelt und dann bist du willkommen in der Wirklichkeit. Und klar, es ist einerseits gut und es ist erschreckend, wie lange wir auch durchaus abends nach der Arbeit mal Tagesschau, heute Journal irgendwas angeschaut haben und dachten, oh, einmal am Tag schnell informiert sein und dann hat man das Wichtigste irgendwie aufgenommen und dann geht es morgen wieder zur Arbeit. So spielt sich das Leben ja bei vielen Menschen auch ab und schon öfter ist einem das eine oder andere vielleicht komisch vorgekommen, aber man hat nicht die Zeit, das alles zu recherchieren, zu hinterfragen. Bei diesem Infektionsthema war es natürlich so, dass wir schon sehr geprägt waren von 2009 bei der Schweinegrippe-Pandemie, die ja eine wirkliche Fake-Pandemie war. Ist das ja wie ein Déjà-vu-Erlebnis. Und im Prinzip waren wir insofern schon von Anfang an sehr skeptisch, was hier eigentlich abgeht und haben uns entsprechend sehr schnell versucht, in dieses Thema reinzudenken und reinzulesen. Aber tatsächlich muss man dann feststellen, dass diese Tendenz, dass die Medien sehr viele Dinge sehr ähnlich berichten, dass der Mainstream wirklich wenig mehr kritisch hinterfragt, dass das ja nicht seit gestern so ist. Und diesen Aufwachprozess, der ist in gewisser Weise auch, ich will nicht sagen schmerzhaft, aber es ist so, dass es einen schon ein bisschen erschüttert. Und ich glaube auch, dass da viele Menschen noch ein bisschen Angst vor haben, dass man sich wirklich dieser Tatsache stellt, dass wir eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit ziemlich oft für dumm verkauft worden sind. Und ja, wie gesagt, manchmal denke ich, vielleicht wäre es besser, das alles nicht zu wissen, aber wenn man es weiß, dann kann man nicht mehr zurück. So geht es mir schon auch seit vielen Jahren und ja, ich glaube, ich kann vielleicht nur eine Sache dazu sagen, dieser Prozess des Aufwachens ist ein sehr schmerzlicher, weil man einfach merkt, dass wir alle irgendwo auch daran beteiligt sind, dass dieses System, so wie es ist, mit seinen guten, aber vor allen Dingen auch mit seinen schlechten Seiten existieren konnte. Und es gibt leider sehr viele schlechte Seiten. Ich denke da nur an die Produktionsbedingungen für unsere Billigwaren in Asien. Und viele Ungerechtigkeiten auch in unserer Gesellschaft. Ich denke da nur an die Obdachlosen, die bei Minusgraden draußen schlafen. Das ist ja keine normale soziale Gesellschaft, die einfach irgendwo empathisch ist. Das, was ich einfach gemerkt habe, ist, dass über die Zeit des Aufwachens plötzlich Empathie entsteht durch den Schmerz, weil man den Schmerz wieder fühlt und weil man den Schmerz auch wieder praktisch von anderen fühlen kann. Und ich denke mal, das ist ja auch ein Riesen Geschenk, wenn man nämlich irgendwann zwar sagt, okay, ich bin ein Teil dieser Schuld, aber ich bin auch ein Teil dieser Veränderung. Und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was extrem motivieren kann. Es ist auf der einen Seite ein extrem anstrengender Prozess, aber herauskommt nämlich statt einem rationalen Wesen plötzlich ein empathisches Wesen, was einfach auch wieder ein Urvertrauen hat. Das ist so zumindest meine Erfahrung. Kannst du das ähnlich sehen? Ich meine, der eine Punkt ist, was du vorhin sagtest, dass wir schon in einem Land leben, in dem es uns erstens nicht so schlecht geht und dass wir auch viele positive Seiten hier haben. Wir dürfen auch nicht alles wirklich zu schlecht reden. Aber was wir jetzt gerade erleben, ist, dass wir viele Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Und dieser Aufwachprozess hat das Positive für mich, dass ich denke, wir könnten das Ganze als Chance nutzen, wenn wirklich mehr Menschen noch aufwachen und wir uns überlegen, was ist eigentlich schiefgelaufen und wo führt das unsere Gesellschaft hin und wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Weißt du, wenn du ein kleines Kind hast, dann fragst du dich, welche Welt hinterlasse ich meinem Sohn? Ja? Mhm. Und ich glaube, dass wir jetzt das Ganze als Chance sehen könnten, um wirklich die Zukunft noch besser zu gestalten, in dem Sinne, als dass wir die Sachen, die bisher vielleicht ein bisschen, also sagen wir mal, nicht gut gelaufen sind, in diesem Land, eben besser zu machen. Und wenn wir diese Chance ergreifen, dann wirklich, dann haben wir was Positives bewegt. Und ich hoffe, dass wir dahin kommen, ehrlich gesagt. Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Und ich finde,
das ist ja eigentlich auch der Gang oder das ist ja eigentlich auch der Gang der Evolution, also dass es sich alles im Grunde genommen irgendwann weiterentwickelt. Und vielleicht haben diejenigen, die jetzt auf dem hohen Ross sitzen und das auch verursacht haben, vielleicht ein bisschen unterschätzt, dass ja mittlerweile sehr viele Menschen auf die Straße gehen und umso mehr gelogen wird, umso mehr Leute gehen auf die Straße. Und ich glaube, es geht nichts darum, also es geht kein Weg drumherum, dass die Gesellschaft sich selbst ermächtigt und vielleicht einfach auch eine weitere Gewaltenteilung entsteht, nämlich über ein bürgerliches Parlament, wofür ich ja stark kämpfe. Denn ich denke mal, die Demokratie war nicht das Schlechteste, aber auch nicht das Beste. Also lasst es uns besser machen. Das ist so ein bisschen mein Motto. Ich danke dir vielmals. Ich glaube, Sucharit hat Babysitter gespielt in der ganzen Zeit. Ne? Ich muss gleich ablösen gehen. Ja, okay. Ja, ich hätte ihm noch ganz kurz gerne Hallo gesagt, also vielleicht auch unsere Zuschauer, dass sie einfach nochmal ihn sehen dürfen. Ich danke dir erstmal, wenn das möglich ist. Wenn nicht, dann verabschieden wir uns jetzt direkt. Ja, sonst würde ich nur ganz kurz Hallo sagen zu Sucharit und ja, danke dir nochmal tausendmal. Es war ein tolles Interview. So. Hallo, Sucharit. Hi, Mensch. Wie geht's dir? Wie bin ich denn gefilmt? So weit weg? Ja. Ja. Besser? Mhm. Ja. Wie geht's dir? Tja, ich muss sagen, ich habe heute das von dem Film nicht gesehen, dass er eine Klage machen will, ja? Ja. Gegen Drosten und wieder. Ja, du bist wahrscheinlich voll informiert, nicht? Ja, nicht über alles. Also wir versuchen ja immer unsere Interviews sehr intuitiv zu machen, also nicht zu viel Infos, mit zu viel Infos und mit zu viel Strategie da reinzugehen. Aber ja. Ich weiß, dass da einiges im Gang ist, ja. Es scheint aber ernst zu sein. Insofern, wenn das passieren würde, dann würde ich einfach Gott sei Dank schreien und erleichtert sein. Ja. Ich meine, was jetzt vorgeht, es ist, spottet jede Beschreibung. Das ist ja unglaublich. Ja. Hast du das letzte halbe Jahr erlebt? Also du warst ja am Anfang ein sehr gemäßigter und sehr gesprächsbereiter Professor, der einfach auch wirklich ja viel Erfahrung mit einbringt. Wie hast du das letzte halbe Jahr, seitdem wir uns getroffen haben, erlebt? Ich bin doch jetzt nicht mehr so ruhig. Ich bin jetzt verärgert und ich bin böse. Und ich sage das ganz offen. Also was diese Regierung macht, weitermacht, was das Gesundheitsministerium sich erlaubt, RKI, das ist nicht. Ich halte es für ein Verbrechen, was die machen. Und das sage ich auch ganz laut. Die rote Linie ist längst überschritten, weil sie so vielen Menschen so viel Leid angetan haben und sich dabei offensichtlich für gut halten. Die finden sich gut. Und das finde ich abstoßend. Ich kann es nicht ertragen, wenn Leute kaltblütig anderen Leuten ein Leid zufügen, von jung bis alt, von den Kleinsten bis zum Ältesten. Und Leute in den Ruin treiben, in den Selbstmord treiben und sich immer noch gut finden. Und das ist zynisch und unmenschlich. Mir fehlen die Worte. Mhm. Es sind drei Dinge, ich als Buddhist sage ich, du weißt, drei Dinge, die Gott euch gegeben hat, die einfach die größten Geschenke sind. Erstens euer Gesicht und eure Stimme. Damit hat er euch die Individualität gegeben. Die Persönlichkeit spricht aus euren Antlitzen. Dann das Gehirn mit der Fähigkeit zu denken, das uns unterscheidet von den Tieren. Und das Letzte ist die Seele, das Herz.
mit dem man lieben kann. Und diese Menschen haben es geschafft, dass die Menschen diese drei kostbarsten Geschenke mit den Füßen treten. Das wird nicht gut gehen. Verschleiert euch. Zeigt euer Gesicht nicht. Bleibt voneinander fern. Das ist Entmenschlichung. Und das tun sie mit unseren Kindern. Und dieser Spahn, er hat jetzt dieses unsägliche kleine Buch. Dafür müsste man ihn verklagen. Carina hat sie vorgelesen. Wie kann man sowas machen? Das ist ein Verbrechen. Das werde ich ihm nie vergeben. So, Gerrit, ich erlebe gerade einen ganz, ganz stark veränderten Menschen. Also wenn ich dich, wenn ich das sagen darf, im März erlebt habe, dann war das ein sehr gesprächsoffener, zum Konsens bereiter Wissenschaftler. Und doch jetzt spüre ich doch auch Wut. Ich bin da eigentlich tatsächlich sogar ein bisschen erstaunt, weil ich dich wirklich als sehr ausgeglichen erlebt habe. Hat dich das menschlich also auch getroffen, also nicht nur als Wissenschaftler? Oder ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen kann. Es trifft mich als Mensch im Kern, weil ich sehe, wie rund um mich herum die Menschen ihr Menschsein verlieren, zu einem großen Teil verloren haben. Und das finde ich ein solches Verbrechen. Das Gesicht soll weg. Schulen, in den Schulen sind sie wahnsinnig. Dann hört auf zu denken. Sonst seid ihr Verschwörer. Steinmeier sagt mir, ich bin ein Verantwortungsloser, weil ich wage, zu ihm zu sagen, vielleicht stimmt es nicht, Herr Steinmeier. Vielleicht sind Sie derjenige, der verantwortungslos ist. Vielleicht sollten Sie mal fragen, ob es verantwortungsvoll ist, als Präsident dieses Landes, dass die Kinder so misshandelt werden, dass die Alten so misshandelt werden, dass die Alten alleine sterben müssen. Herr Steinmeier, dass die Menschen ihre Existenz verlieren, Herr Steinmeier und Frau Merkel und Herr Spahn, dass es Ihnen nicht so schlecht geht, freut mich. Aber Sie sollen nicht so selbstzufrieden sein. So, und das Letzte, das Herz, die Seele, wie können Sie es einfach zulassen? Wie können Sie den Menschen hier sagen, seid hart? Seid hart. Die alten Menschen müssen alleine im Krankenhaus sterben. Es geht nicht anders. Wir müssen sie schützen. Wir müssen die anderen schützen. Und es ist gut so. Was ist hier gut? Was ist hier gut? Es ist alles schlecht. Und ich sage euch, wenn die Menschen hier nicht bald aufstehen, dann werden sie wesensverändert bleiben. Und das erschreckt uns zutiefst. Diese Wesensveränderung, die herbeigeführt wurde von der Politik. So, Gerrit, ich habe damals, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, mit dir sehr viel über Intuition gesprochen und über Empathie und über Dinge und hatte damals so ein bisschen das Gefühl, du bist dieser klare Wissenschaftler, der zwar schon auch sehr viel Emotionen hat, aber im Moment, und das ist ja auch so ein Prozess, den ich auch durchgemacht habe, man ist so teilweise wirklich wütend, weil man Dinge erlebt, wie Menschen behandelt werden und dachte, man lebt in einer Demokratie und plötzlich wird man wach. Misshandelt werden. Und plötzlich wird man wach in einer Autokratie. Und plötzlich wird man wach in einer Autokratie. Und hast du noch das Gefühl, wir leben in einer Demokratie? Nein, natürlich nicht. Das hatte ich damals schon nicht. Aber ich war bereit, das noch zu akzeptieren, weil ich gehofft habe, dass diese Menschen da in Berlin sich einfach zur Besinnung kommen würden und dann als Menschen regieren würden. Aber das tun sie nicht. Und weißt du, diese
Demo in Berlin und der 30. August ist für mich unvergesslich. Als ich sah, wie Frauen, eine 60-Jährige, glaube ich, eine schwangere Frau, von 4 starken Polizisten misshandelt wurde, da habe ich gedacht, Leute, ihr habt es geschafft. Denn diese 4 Polizisten haben daran geglaubt, dass das, was sie machen, richtig ist. Das war der größte Schock für mich. Sie haben, sonst hätten 4 Männer nicht zusammen eine Frau so misshandeln können. Ist egal wie, denn so schlimm kann es nicht gewesen sein, was die Frau gesagt hat. Ja. Und ich habe gedacht, ich glaube an Karma. Ihr werdet das noch zurückbekommen, ihr 4. Und ich habe gedacht, die, die das angeordnet haben, werden es auch zurückbekommen. Ich finde, dass die Polizisten einfach Opfer geworden sind von der Leitung. So. Und das Zweite, und das muss ich jetzt loswerden, ist diese unsägliche Impfung. Denn du weißt, was jetzt passiert. Mhm. Es werden Menschenversuche gemacht, die sind unethisch, unmoralisch, verbrecherisch. Ich sage das jetzt ganz, ganz klar. Hier hört es wirklich auf. Es sind genetische Impfstoffe, die ausprobiert werden an Menschen, ohne dass sie ausreichend vorgetestet wurden. Ich habe Mitte Juni darauf hingewiesen, dass diese genbasierten Impfstoffe potenziell gefährlich sind und Autoimmunkrankheiten vielleicht auslösen können. Ich habe es auch begründet. Das alles haben wir auch geschrieben und unser englisches Buch hat es im Detail nochmal ausgeführt. So, nachdem du weißt, im Juli, nachdem wenige Menschen geimpft wurden, kam der erste schwere Zwischenfall. Es war eine Rückenmarksentzündung. Und diese Rückenmarksentzündung ist mit aller Wahrscheinlichkeit autoimmun entstanden. Aller Wahrscheinlichkeit. Konnte nicht beweisen. Aber dann habe ich gedacht, aha, und was macht ihr jetzt? Die haben den Versuch oder diese ganze Studie weitergeführt. Und du weißt vielleicht, dass am 8. September der 2. Zwischenfall gekommen ist. Mit der gleichen Krankheit. So, diese Krankheit ist in sich so selten, dass 2 Fälle innerhalb einer Studie, wo nur wenig 100 Menschen eingeschlossen waren, ganz klar darauf hinweist, dass es von der Impfung kommt. Was ist passiert? Die haben die Studie kurz unterbrochen und jetzt läuft es weiter. So, und dann haben sie noch Tausende von jungen Menschen eingeschlossen und die Studie soll in Indien, nicht die Studie, aber der Impfstoff wird weitergeführt. Und jetzt hat die Bundeskanzlerin 54 Millionen Dosen von diesem Impfstoff bereits gekauft, geordert, für die Deutschen. Mit Platz der Kragen. Darf ich dir mal eine ganz klare, einfache Frage stellen? Ja. Glaubst du, dass der Impfstoff tödlicher sein wird als der Virus? Natürlich. Guck mal, wenn du unter 70 bist und keine Vorerkrankung hast, kann das Virus dich überhaupt kaum je umbringen. Du musst wirklich von der Brücke dich werfen und du musst zufällig, sagst du auf 2, positiv sein. Aber die Sterblichkeit ist fast null. Das kann man aus den Büchern von des RKI angucken. Das habe ich getan und errechnet. Warum soll jemand unter 70, der keine schwere Vorerkrankung hat, sich impfen lassen? Er muss entweder noch wenig wahrscheinlich sterben wollen, aber natürlich wird dieser Impfstoff gefährlicher sein als das Virus. Das kann ja gar nicht anders sein. Darf ich dir nochmal eine Frage stellen? Und zwar, ich will dich jetzt auch nicht zu lange abhalten, weil ihr habt ja auch ein kleines Kind und ich denke mal, wir sollten nochmal ein intensives Interview machen, sobald dann wir auch wieder zurück sind. Ich habe noch 2 Fragen und die eine ist, kann es sein, dass zum Beispiel diese Impfung, also ich kenne das ja, man kennt das ja vom genmanipulierten
Mais oder auch von genmanipulierten Getreide, dass man praktisch einmal dieses genmanipulierte Saat, diese genmanipulierte Saat aussät und dann braucht man immer genau dieselben Folgechemikalien, damit das praktisch das Ganze weiterführt und irgendwann ist es so ausgelaugt und das sagt man ja auch, dass dann der Boden ausgelaugt ist und so weiter, dass es dann eigentlich auch eher kontraproduktiv ist. Kann es sein, dass so eine Impfung nämlich auch ähnlich konstruiert ist, dass man einmal geimpft ist und dann hat man praktisch die ganzen Folgeerscheinungen und muss eigentlich jedes Jahr neu geimpft werden, weil es gibt ja dann Covid-20, Covid-21 und so weiter. Nein. Also das ist eine Verkehrung. Das schweifen wir jetzt ab. Das ist, glaube ich, da würde ich nicht anfangen zu spekulieren. Ich glaube auch nicht. Die Gefahr kommt nicht daher. Die Gefahr kommt von innen. Ja. Okay. Jetzt noch eine Frage, die persönlich, ich meine, du warst und bist Buddhist und ich habe ja irgendwann eines Tages die Demo verändert oder zumindest versucht zu verändern, als ich gesehen habe, dass die Leute da zusammengeprügelt worden sind, schon im März, auch viele Frauen und habe dann angefangen zu meditieren und mittlerweile ist es ja eine riesengroße Bewegung und ich glaube... Ja, ich weiß. Genau, ich glaube, ich kann keinen besseren fragen, was bewirkt Meditation beim Menschen? Ist es etwas, was den Menschen helfen kann, durch die Krise zu gehen? Ja, natürlich. Meditation heißt, man kommt zur Ruhe und man kehrt in sich. Ist Meditation, sodass die Außenwelt wenig Einfluss hat. Ist Meditation unbedingt jetzt mit dem buddhistischen Glauben verbandelt oder ist es eigentlich nur eine Praxis? Also das ist immer so eine Frage. Wir werden sehr stark auch oft angefeindet von Christen, die sagen, das ist Satans Praktiken und Ähnlichem. Du lebst ja jetzt in einem christlichen Land. Ist doch Quatsch. Na, also, wer das sagt, ist wirklich sehr undifferenziert, muss ich sagen. Die realisieren, dass die Christen, alle Religionen, kennen dieses in sich kehren und sich konzentrieren auf eine Sache und die Außenwelt im Prinzip ausschließen. Das ist doch ein Teil ein Teil aller Religionen, dass man in sich kehrt. Das haben die Christen wie die Muslime. Da ist kein großer Unterschied zwischen Meditieren und Beten, ja? Ja, es ist im Prinzip dasselbe. Nur die Technik, was man tut, das ist das andere. Aber dass man sich konzentriert auf eine Sache, die nicht Außenwelt ist, nicht draußen ist, das ist die Essenz eigentlich. Ja. Darf ich dir noch eine letzte Frage stellen? Wir haben ja gesehen, dass viele Hunderte, teilweise auch tausend Menschen meditiert haben. Glaubst du, dass man friedlich und so wie das ja eigentlich auch ist, bei den Querdenken-Demonstrationen auch sehr viel erreichen kann durch Meditation, also durch die Energie der Meditation, einfach auch durch die Ausgeglichenheit der Meditation? Da bist du natürlich jetzt als Buddhist und als jemand, der aus dem Land, wo die Meditation ja auch Tradition hat, sehr gefragt, ist es eine Art der möglichen neuen Interpretationen der Demonstration und auch des Widerstandes? Ich glaube schon. Ich meine, es geht schon Richtung Gandhi, nicht? Ich fand es gut, weil dadurch wurde auch jegliche Gewalt vermieden. Und das ist sehr, sehr gut gewesen. Es ist nicht gelungen, euch anzukreiden, dass ihr Verschwörer seid, dass ihr Extremisten seid, dass ihr Böses wolltet. Und insofern fand ich das klug. So, Rit, vielen, vielen Dank für dein schnelles Interview. Und wenn ich dich irgendwann mal einladen darf zu einer Demonstration, wo wir zusammen meditieren, dann würde ich mich sehr freuen. Es soll ja demnächst eine Demonstration auch in Berlin geben. Ich glaube, du wärst ein großes Beispiel für viele Menschen, um friedlich weiter Widerstand zu leisten. Weil ich glaube, das wird ein langer Weg. Ich glaube, das wird kein schneller Weg, diese Veränderung herbeizurufen. Und
Ich glaube, du spielst eine wichtige Rolle dabei. Vielen Dank. Sehr, sehr. Auf Wiedersehen und alles Gute. Ja, danke dir auch. Ja. Ciao.